Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der sechste Spieltag der Champions League steht an. Ihr werdet euch möglicherweise fragen, was ist mit BVB gegen Zenit? Da muss ich leider sagen, es gibt Zenit St. Petersburg bei FIFA 21 nicht. Und da der BVB sowieso schon weiter ist, in die K.O.-Phase eingezogen ist, habe ich nicht alle Spieler nochmal erstellt dafür. Auf die müssen wir heute verzichten, aber ab der K.O.-Phase, denke ich mal, sind von Dortmund alle Gegner dabei. Und wenn nicht, dann werde ich sie erstellen. Also jetzt viel Spaß, danke fürs Reinschalten und los geht's mit Leipzig gegen United. RB Leipzig hält gut mit Manchester United und Paris Saint-Germain in dieser Gruppe. Das Einzige, was man der Elf von Julian Nagelsmann vorwerfen muss, ist der direkte Vergleich, der Verlust darin gegen PSG. Das heißt, ein Unentschieden würde hier wohl nicht reichen. Deswegen muss man auf Sieg gehen. Und Marcel Sabitzer in der sechsten Minute stellt dafür schon einmal die Weichen. Schöner Abschluss mit dem linken Fuß. Rechts rein, nichts zu parieren. Über eine Viertelstunde gespielt. RB Leipzig wollte unbedingt noch schnell einen draufsetzen. Kunku. Mit Tyler Adams, der sieht Sabitzer noch einmal. Schöner Pass, Dani Olmo. Aber etwas mangelhaft im Abschluss. 20. Spielminute. Es sah aber auf jeden Fall erfolgsversprechend aus von den Roten Bullen. Ein Unentschieden würde dann nur reichen, wenn Bajakci hier gegen Paris gewinnen sollte, das ist doch eher etwas unwahrscheinlich. Wieder Leipzig. Adams. Und das muss es sein. 28. Jetzt ist es Christoph Nkunku, der die wunderbare Möglichkeit vergibt aus fast exakt 11 Metern. Das ist kein schlechter Abschluss. Trotzdem sind das eben Möglichkeiten, die man dann nutzen muss gegen Manchester United, die lange unsichtbar waren. Jetzt aber kurz vor der Pause einmal nach vorne kommen und zuschlagen. Anthony Martial spielt nicht unbedingt die glücklichste Saison in der Champions League. Jetzt steht es 1:1 nach 45 Minuten. Und das hat sich RB Leipzig vollkommen selbst zuzuschreiben durch mangelhafte Chancenverwertung. Zweiter Abschnitt. Leipzig aber spielerisch doch weiterhin überlegen. Konnte einen schon ein wenig verwundern. Sørloth kommt da nicht durch. Maguire erst dazwischen. Kunku nochmal raus zu Angelino. Der wird von Wan-Bissaka dann aber ausreichend gestört. Die Zeit lief so langsam davon. Manchester United bekam Platz, um Gegenangriffe auszuführen. Und Gulashi muss sich dann auch mal richtig zeigen in der 74. Spielminute, der aber wirklich unterfordert. Hier der Abschluss von Marcus Rashford, sehr gut getreten, dann aber auch vernünftig pariert vom Ungarn im Kasten der Leipziger. Aber es war am Ende dann vielleicht doch zu wenig aus Sicht der Leipziger, weil Manchester United noch einmal kam. McTominay abgefälscht, aber auch abgepfiffen, war wohl ein Handspiel mit dabei. Es blieb beim 1:1, das heißt, eine Resthoffnung besteht für RB Leipzig. Dafür muss aber Bajakci hier gegen Paris Saint-Germain parallel gewonnen haben. Das war schon ein Ausrufezeichen des FC Bayern München in der letzten Woche, trotz sehr durchmischter Elf gegen Atletico Madrid einen Punkt mitzunehmen aus der spanischen Hauptstadt. Das hatte doch schon einiges auszusagen. Und hier gegen Lok Moskau begann man auch gut. Wieder eine sehr zusammengeschusterte Truppe. Trotzdem natürlich wettbewerbsfähig, keine Frage. Aber es ist noch etwas anderes, wenn in der Spitze Choupo-Moting oder Lewandowski auflaufen. Lok Moskau, da geht es noch darum, vielleicht in die Europa League zu kommen. Und diese Möglichkeit, die möchte man sich hier bewahren. Doch der FC Bayern München, er macht es deutlich besser, verpasst es aber dann in Führung zu gehen durch wirklich exzellente Möglichkeiten. Choupo-Moting, der hier wieder scheitert. Und das ist eben dann dieses Ding, das wäre wohl für Robert Lewandowski ein gefundenes Fressen gewesen. 45. Minute, jetzt vielleicht einmal die Gäste.
Und sie kommen auch zum Abschluss. C. Lewis, aber Niklas Süle ist dran, hält den Fuß rein und beseitigt die Gefahr. 45 Minuten dann von der Uhr. Ein durchaus unterhaltsamer erster Durchgang, wenngleich man auch merkte, der FC Bayern, er spielte nur mit angezogener Handbremse. Das ist überhaupt die Möglichkeit, dass Lok hier eine Chance hatte. Mirantschuk, schön durchgesteckt. C. Lewis. Noch einmal eine Möglichkeit. Parade aber von Nübel, der wieder auflaufen durfte. Und das war's dann tatsächlich auch schon. Lok Moskau im Hinspiel auch lange Zeit gut mitgehalten. Da standen sie ja mit leeren Händen da. Jetzt holen sie einen Punkt gegen die Bayern, aber das ist zu wenig. Borussia Mönchengladbach an sich hat die beste Ausgangslage. Als Tabellenerster startet man hier in den letzten Spieltag. Auf der anderen Seite, es muss aber auch Zählbares mitgenommen werden aus dem Stadion der Madrilenen. Und die Anfangsphase sah gar nicht so schlecht aus. Thuram zu Kramer. Nacho schmeißt sich rein. Dann war Ran, zweimal Kramer, der nicht durchkommt. Gladbach hat 8 Punkte, Schachter 7, Real 7 und Inter 5. Das heißt, es ist eben wirklich noch alles möglich. Zumal der direkte Vergleich mit Inter sogar verloren wurde. Das ist nicht gerade das, worauf man große Hoffnung bauen kann. Dementsprechend ist hier mindestens ein Punkt notwendig. Der würde dann aber auch sicher reichen für die K.O.-Phase. Aber Real Madrid begann jetzt richtig Druck zu machen. Am Wochenende mal wieder verloren in der Liga. Da läuft es für Real überhaupt nicht. Und jetzt ist es ausgerechnet Toni Kroos in der 33. Spielminute. Überwindet Dayan Sommer, zu spät reingegrätscht von Matthias Ginter. Die mittlerweile auch verdiente Führung für die Gastgeber, die sich hier besser reinfanden. Im Hinspiel schlugen sie spät zu. Hier waren sie jetzt früher wach. Rodrigo setzt sich da gut durch. Rodrigo, aber Sommer hat etwas dagegen in der 42. Minute, dass schon das 2:0 fällt. Kurz vor dem Seitenwechsel, das wäre dann doch ein harter Schlag ins Kontor gewesen. So hatte man noch 45 Minuten Zeit, das Ganze zu korrigieren. Real Madrid würde mit diesem Dreier sicher weiterkommen, da ist es dann auch egal, was die Konkurrenz macht. Aber Gladbach hatte noch etwas dagegen einzuwenden. Knapp über eine Stunde gespielt, Neuhaus. Schöner Pass und Player scheitert an Courtois. Die Riesenchance zum 1:1. Courtois macht es auch gut. Player, der eigentlich einen Riesenlauf hat momentan in der Champions League. Hier scheitert er mal zur Abwechslung. 20 Minuten noch zu spielen. Kroos. Und die Entscheidung von Odegaard, sie kommt nicht. Und dann Benzema. Abgewehrt hier Jan Sommer mit dem Fuß. Und plötzlich gab es nochmal die Chance. Es gab nochmal die Chance für Borussia Mönchengladbach. Aber noch einmal Thibaut Courtois, der im 1 gegen 1 die Nerven behält. Und das 1:0 für Gladbach besiegelt. Beziehungsweise gegen Gladbach. Denn das bedeutet Ende in dieser Gruppe. Außer Schachter und Inter trennen sich mit einem Remis. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Wer glaubt, ihr kommt weiter, würde mich auf jeden Fall interessieren. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, das würde mich zumindest freuen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und adios.